Frau Rosa Rose, du gehörst nun also wirklich dazu, ganz im Zentrum. Was ist heute passiert? Wir sind heute umgezogen mit dem Garten. Also wir haben jetzt neue Flächen angesteuert. Ein bisschen im Freiraumlabor, ein bisschen hier rund um die Fühmann-Schule, beides in Friedrichshain. Ja, wir mussten umziehen, weil der ursprüngliche Ort der Rosa Rose zum Teil ja schon im letzten Jahr und jetzt komplett in diesem Jahr voll gebaut wird. Der Eigentümer ist der Herr Kreuzer und dessen Haus daneben, was gebaut werden soll, gehört es auch zu dem gleichen Eigentümer, weswegen er da umzieht? Nee, das gehört Herr Hafner, der wohnt, glaube ich, in Berlin Frohnau. Also es ist eine relativ wohlhabende Leute wohnen dort mit relativ großen Grundstücken und viel Garten. Rainer, was soll weiter geschehen jetzt hier auf dem Gelände? Wo ist es und was soll passieren? Na, die Fühmann-Schule ist genau an der Frankfurter Allee. Würde kein Mensch vermuten, dass hier ein bisschen Wildnis hinter ist. Also hinter den beiden Stalinbauten. Die Geschichte ist schon ein bisschen lustig. Also diese Schule wurde abgegeben, hat ein bisschen was damit zu tun. Berlin ist pleite und der Senat wollte, dass der Bezirk so viel wie möglich abgibt, damit es verkauft werden kann als Bauland. Jetzt kommt dort die Zentralbibliothek rein, also das Gebäude ist wieder zurück, ist wieder öffentlich, aber die Fläche war abgegeben an den Liegenschaftsfonds. Und hier zum Beschreiben, wer was wo bebauen darf, kannst du was sagen? Du kannst auch sagen, du bist auch nicht direkt von Rosa Rose, kannst du auch sagen, aus welchem Bezug du kommst? Ja, ich komme von einer betroffenen Vertretung des Sanierungsgebiets Warschauer Straße und vom Stadtteilbüro Friedrichshain. Und wir thematisieren das jetzt schon seit circa 2 Jahren mit dem Bezirksamt und fordern, dass es halt hier im Zuge der Bibliothek ein Bibliothekspark wird, also ein öffentlicher Bürgerpark. Frauke, entschuldige, bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Das sind ja nun die Nachbarn, die früher unmittelbar in der Kinzigstraße nebenher gärtnern konnten, müssen ja jetzt weit wegfahren. Naja, Nachbarschaftsgarten hat immer das Problem, wenn er umziehen muss, dann kommt die Nachbarschaft nicht unbedingt hinterher, aber ich denke, angesichts der, was da einfach Sache ist, haben wir jetzt eine schöne Lösung gefunden. Aber zufriedenstellend ist es natürlich nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.